Wir gehen direkt rein, würde ich sagen, mit einer Runde Fritz Meinecke, der nämlich tatsächlich einen menschlichen Schädel gefunden hat. Ah ja, ja, ich weiß zwar nicht wieso, aber wir gehen rein. 2400 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin bis nach Istanbul lautete unsere Mission im Sommer 2022. Mit Felix und Paul zusammen machte ich mich auf eine abenteuerliche Reise durch halb Europa. Aggressive Straßenhunde, Polizeieinsätze, schlammige Wege und heftige Gewitter waren an der Tagesordnung. Dies ist unsere Geschichte. Mir ist gerade gut kalt durchs Stehen. Na klar. So, dass das es ausbringen kann. Was hat Fritz für ein Shitstorm? Schön. Ist alles durch. Juhu. Digga, spinnt der? Was hat der? Was hat der für ein. Was hat er? Das sieht so nach einer PUBG-Map da aus. Aber irgendwie finde ich, hat es auch voll den kranken Vibe, ne? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es sieht natürlich super deprimierend und traurig aus. Es ist irgendwie trotzdem ein Vibe so, ne? Also. Oh oh, Platten Nummer 2. Da ist er rausgerutscht, Alter. Ja. In dem letzten Video auf dem Bonner-Kanal gibt es eine Zusammenfassung davon. Was ist denn da los? Keine Ahnung, ich find's nicht, Alter. Schickt mir mal den Link gleich, wenn ihr es habt, Chat. Polier mal der Flinte, der gib mir einen Segen auf den Degen. Ah! Kurz, was dieses Land bisher uns gezeigt hat. Tod und Verderben. Ja. Mehr nicht. Leider muss man so sagen. Es stinkt nonstop nach Leiche. Es ist wirklich so. Es ist unfassbar. Überall liegen Tierkadaver neben der Straße. Ich habe noch oder nie halblebende Tiere noch eben, ne? Ich habe noch nie so viel tote und halbtote Tiere irgendwo an der Straße gesehen. Ja. Ich habe mich vorhin fast so krass auf die Fresse gepackt. Und du wärst gestorben. Wenn da ein Fahrzeug gekommen wäre, du wärst gestorben. Du fährst nur den ganzen Tag die gleiche Scheißstraße. Die Autos ballern hier lang. Ich habe es gerade zu Felix schon gesagt. So viel Abstand? Ja. Und vor allem, wo fahren die alle hin? Ich habe das Gefühl, die fahren von ganz vom Anfang bis ganz zum Ende. Den ganzen Tag fahren die immer hier nur lang. Die scheißen auf alles. Die fahren weiter bis zum Verderb. Ja, grünes Licht. Do not stop in marked area. So. Auf geht's nach Serbien. Yes. Was ist so für euch das hässlichste europäische Land? What do we need? What for the bike? What for the bike? What is it? What is it? Frankreich, Deutschland. For a bike? Oh, really? No. Ach Mann, Alter. Was? Ich einfach vor Ort. A lot of people die in bicycle. Many people die bicycles in Serbia. Nice to meet you. God bless you. Perfekt, Digga. Viele Leute sterben auf dem Fahrrad in Serbien. Nett, dich kennenzulernen. Nice really in Serbia. Thank you so much. Bye bye. Mhm. Wahrscheinlich auch gerade mitbekommen schon, dass in Serbien sehr, sehr viele Fahrradfahrer sterben, weil es keine Fahrradwege gibt und die Autofahrer halt sehr rücksichtslos unterwegs sind. Shit. Republik of Serbia. Welcome. Hier soll die Unterkunft sein. Soll sie sein. Okay, warum schlafen die jetzt in Unterkünften? Weil es in Serbien eventuell zu gefährlich sein könnte, draußen zu schlafen, oder woran liegt das? In der Unterkunft gibt es sogar einen Boxsack. Und ein geiles Sofa. Eine Gemeinschaftsküche. Herrlich, herrlich. Hier ein kleines Familienbild, hängt auch dran. Badezimmer hier. Oh, Akku ist aber auch ein herrlicher Schreibtisch, Mann. Ah, perfekt. Hey, ist herrlich. Das stinkt so eklig, die müssen sich so anwidern später, wenn die wieder reinkommen. Ich riech nicht. Ich schon. Doch, ich riech Füße. Wenn die beiden kommen und wir hier alles ausgebreitet haben, dann werden die gehen. Ich geh. So, das war's. Weil ich weiß, wie es riecht. Es stinkt jetzt schon bestialisch hier drin. Wie viel? Jetzt furzt alle 2 Minuten. Was ist das? Ich hab nicht gefurzt. Weiß doch gerade. Nein, oh, aber der Geruch nasty. Kommt von Fritz. Alles, was hier nach Furzricht kommt, aus deinem Darm. Aber es sind doch meine Füße, die riechen dann. Wahnsinn, wahnsinnig. Einmal damit das Zunge. Zwischen dem dicken Onkel und dir. Nee, Alter, das ist toss. Versuchen zu trocknen. Absolutes Chaos. Der Mock zieht wirklich in die Wände hier schon ein
Und wir essen ein bisschen was Leckeres dazu. Haben die keine Dusche? Im Sinne, gute Nacht. Also. Also, können wir jetzt duschen oder? Ich dreh durch. Du Scheiße, Junge. Ey, was machen die hier? Serbisches Straßenfest oder was? Diese Kinder, Alter. Ach du Scheiße, Bro, what the fuck? Fakt 1 ist, das Stromnetz in Serbien ist ein bisschen kritisch. Das heißt, unsere Akkus sind auf jeden Fall nicht voll. Punkt 2, alle Sachen, die ich gestern gewaschen habe, sind noch klitschnass. Es hilft ja alles nichts. Meint ihr eigentlich, es regnet ein bisschen oder geht so? Boah, schon sketchy da, ne? Alter, auf so Wegen müssen die fahren. Gar nicht geil, ne? Alter, ich hab hier gar keinen Glück. Alter! Es sieht so aus, als hättest du ein Mountainbike reifen, Alter. Kennst du das? Boah! Junge! Oh, nee! Was hast du denn gemacht, Junge? Das ist ein ganz großes Malheur gerade. Komm, wir müssen weiter. Da kommst du ja nicht weiter auch, ne? Doch, wir müssen. Kette ist wieder ab. Die Kette ist wieder draußen. Junge. Der ist ein Hardstuck, die kommen da nicht weg. So ein Dreck. Ich sag dir, das geht jetzt gleich wieder ab. Das geht ja hier gar nicht richtig rein. Das geht nicht, ich kann nicht fahren. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich kann nicht fahren wegen zu viel Schlamm. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte ja noch nicht. Ich probiere es jetzt noch ein letztes Mal. Weiter noch. Ah! Oh, wie das schält. Alter. Yo, nee. What the fuck. Ach, scheiße. Ey, keine Möglichkeit weiterzukommen. Hä, guck dir das an, das ist wie ein Flug. Das Hinterrad guck mal. Blockiert. Komplett, einfach. Es geht nicht mehr. Das Hinterrad blockiert komplett. Was machen wir denn jetzt? Guck mal meine Button an. Alter. Fuck, Alter, wie lange müssen die denn da weiter? Ich kann nicht mehr. Du musst es tragen, Paul. Das ist so lustig. Und wenn du glaubst, es oh, geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Regen her. So und so. Wie lange willst du da brauchen? Neue Taktik. Den Bock auf die Schulter Alter, legen. Wie ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass es eine Passage auf dieser Route gibt, bei der man nicht mal schieben kann. Das ist wirklich der ultimative Test, ob die Böcke das abkönnen oder nicht. Ja, wie anstrengend das sein muss. Scheiße! Ne? Das muss so anstrengend sein. Wahnsinn. Paul hat sich mittlerweile fürs Tragen. Es ist so geil. Alter. Das Problem ist, man ist jetzt an einem Zustand angekommen, wo der Körper so durch ist, dass man ungefähr noch so 10 Meter läuft und dann 3 Minuten Pause. Wir haben lange überlegt, aber wir werden jetzt die Taschen komplett abbauen und erstmal so lange laufen, bis wir einen Weg finden und dann müssen wir das Fahrrad entmocken und das Fahrrad dann holen. Naja, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Und das ganze Zeug liegt alles da hinten. Scheiße, ey. 3 Kilometer. Oh, shit. Und wir müssen wieder zurück und unser Gepäck holen. Alter, wie stressig. So, wieder zurück. Da hinten kommen die Jungs und hier sind die völlig vermückten Böcke. Digga, was für ein Abfuck. Da hätte ich wir haben gerade mal grob geguckt und durchgerechnet. Wir haben für diese Aktion jetzt 4,5 bis 5 Stunden gesamt gebraucht. Und sind jetzt, glaube ich, gerade ja, bei so 11 Kilometer für heute. Das kann, wenn wir Pech haben, auch dazu führen, dass der Bock auseinanderbricht. Scheiße, ey. Boah, ich habe gar keinen Bock drauf, ne? Wirklich. Es wäre auch alles kein Problem gewesen, wenn es da nicht geregnet hätte, ne? Wahnsinn.
Tagesziel hat nicht erreicht, ne? Komplett im Arsch jetzt irgendwo dann. Boah. Stressig, Mann. Wir haben uns nochmal eine kleine, einfache Unterkunft gezogen, um vor allem auch die Akkus nochmal fertig zu laden. Das hat ja in der letzten Unterkunft. Dankeschön, Ludwig. Ganz umgeklappt. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder aufs Zelt. Ich freue mich auf den Sack. Aber wir genießen jetzt auch mal hier diese kleine Unterkunft. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir befinden uns immer noch in Serbien. Auf der anderen Seite der Donau ist Rumänien. Das Ganze haben wir gestern überquert mit einer kleinen Fähre. Ihr habt es gesehen. Und heute, ja, werden wir mal wieder ein bisschen das rausholen oder versuchen, das rauszuholen, was wir gestern verkackt haben durch unsere kleine Schlammschlacht. Also den Tag nutzen, um Kilometer zu schrubben. Ich finde es so krass, was der für eine Energie hat. Das ist so crazy. Wenn wir uns mal überlegen, was Fritz meine. Einfach Schlange. Wahnsinn. Was ist denn jetzt los? Nach 2 Tagen Leid, Verderben, Tod am Straßenrand, plötzlich der komplette Kontrast. Die Sonne brutzelt. Schön. Der heutige Sponsor ist AG1 von Athletic Greens. Also ein Supplement, ein Nahrungs... Bin ich großer Fan. Professional Stuntman. Alter. Alter. Alt Rio nochmal. Das passt jetzt gar nicht zur Landschaft gerade. Aber gut, es ist nichts groß passiert. Ja, alles gut. Schön abgerollt. Wenn man weiß, man kommt nicht mehr von der Kante weg, ja, von dieser, ne? Ja. Wie auf den Straßen, wenn der Asphalt höher ist als daneben. Sonst Dankeschön, Couscous. Lucky him. Sieht halt actually super schön da aus, ne? Boah, geil. Krass, krass. Diese Hunde wären halt so ein Problem für mich, ne? Ansonsten bin ich gerade komplett am Auslaufen. Holy shit. Ich glaube, die nächsten Tage werden die komplette Zerstörung. Es ist brütend heiß und das ist erst der Anfang der Hitzewelle. Oh. Jetzt geht es gerade über die Donau weg, oder wie? Den Zielgeraden sind auf der Straße. Halt, ich habe halt die ganze Zeit auch Bock, sowas zu machen, wenn ich mir sowas angucke, ne? Und hier drüben ist einfach so ein Parkplatz mit Frischlingen. Frischling sag ich schon. Mit Welpen. Oh, nein. Oh mein Gott. Die leben hier im Müll einfach. Bricht mir das Herz. Oh, Bro. Oh nee. Oh Mann. Junge Welpen zu sehen, die mit dem Schwanz wackeln und irgendwie hilflos und traurig aussehen und nicht wissen, was sie machen sollen und irgendwie da am Straßenrand am Dixie-Klo leben im Dreck. Und dann stehst du davor und siehst die und denkst dir, ja, was soll ich machen? Was soll ich tun? Kann ich ja jetzt hier nicht irgendwie mir ans Fahrrad packen und irgendwie mit nach Istanbul nehmen, das ist ja völliger Quatsch. Das sind die Schattenseiten. Nicht schön. Boah, weiß ich, ob ich das könnte, wa? Shit, ey. Alter, hier ist überall Rauch. Kannst du nicht fahren? Was ist das? Einfach mal reinfahren in den Rauch, ob das eine gute Idee ist. Oh, es wird immer schlimmer. Ey, komm, lass mal kurz anhalten. Ich muss irgendwas auf meinen Mund machen. Hier ist vorbei, hier ist vorbei. Alter, was ist das? Da unten ist eine richtige Verräucherung. Keine Ahnung, was die da räuchern. Das ist eine Köhlerhütte, da wird Holzkohle hergestellt. Das ist so eine Köhlerei. Hier sind so komische Öfen. Ich sag dir, die machen da irgendwie Holzkohle oder sowas. Weg, 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 weg! Alter, dieses Tempo, Junge, ne? Ich muss jetzt hier einfach nochmal anhalten. Zwar sind das alles Totenanzeigen, die immer irgendwie ja, an Bushaltestellen oder an Häuser geklebt werden. Alter, wie viele! Die ein bisschen öffentlich einsehbar sind. Junge, what the fuck? Ganz komisch, aber scheint hier irgendwie normal zu sein. Und hier werden die halt einfach ausgedruckt, einlaminiert und dann an öffentliche Stellen gehangen. Ach, das sind keine Gesuche, sondern die sind gestorben und... Ja, ich hab schon. Das Zelt ist im Regen diesmal aufgebaut worden, beziehungsweise ein bisschen im Nieselregen. Dadurch ist alles ein bisschen klamm.
Aber egal, das gehört irgendwie auch dazu. Und wir hatten gerade auch ein Gewitter, was vorbeigezogen ist. Ach so, hätte ich ja keinen Bock, ne, wenn ich darin schlafen müsste, Alter. Weiß ich nicht, ey. Oh, auch stressig. Ich habe einen Hund am Zelt. Ihr kleinen drei Scheißer. Vier Stück? Ja, hab ich gern. Ja, jetzt aber ab. Machst du, wenn so ein Hund auf dich zukommt und dich beißt? Es sieht für euch in den ganzen Aufnahmen wahrscheinlich immer idyllisch aus und sehr viel Spaß und abfahren und geil draußen pennen. Aber glaubt mir, es ist auch ein ganz schöner Krampf. Brütender Hitze mit LKWs neben einem und so weiter. Schweiß, Dreck, Mücken, Viehzeug. Du klebst an deiner Isomatte fest nachts. Alles mockt, alles stinkt. Es macht ja, ultra Bock. Aber es ist auch verdammt hart. Serbien scheint von der Natur echt schön lang zu sein, irgendwie deprimierend. Hallo. Aber auch. Hallo. Where are you going? To Bulgaria and then to Turkey. Okay. To Istanbul. Republic of Serbia. Goodbye. Bulgarien wird jetzt schon noch relativ südlich, ne? Vom Ding her. Wird schon relativ warm. Ich habe gerade mit Paul über das Thema Schlangen gesprochen und dass die beiden Jungs gestern Abend noch was gelesen haben zum Thema einer Schlangeninvasion hier in den Balkanstaaten. Plötzlich liegt hier an der Seite einfach eine Schlange. Wenn ich jetzt mal meine Hand hier so hinpacke. Digga, wie big? Bro, wie big in Europa? Was? Krass. Oh, bist du irre? Wieso? Alter, ist das ein Riesenvieh. Boah, der hasst es aber wirklich, ne? Und ich hab's gestern Abend gegoogelt. Oh, ist die groß. Hä? Vor allem, wir haben gerade so über Schlangen geredet und dann liegt hier so ein dicker... Da hinten lag doch auch so eine fette. Mhm. Ja. Könnt ihr viele zu geben. Scheiße, Mann. Ey. Hier ist einfach so ein Riesenkessel. Ey, geil. Das hat was. Das war ein guter Griff, Fritz. Das war ein guter Griff. Ich habe gerade was gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt. Halt mal bitte, halt mal fest. Oh, nee. Halt mal fest. Ah, eine Schlange. Ein Schädel. Was ist das? Das ist ein Menschenschädel. Halt's Maul. No, kein Scheiß. Kann man das im Stream zeigen? Chat, kann ich das im Stream zeigen? Ist ja nur Knochen, oder? Das ist ein Menschenschädel. Die zu unserer Erlebnisse auch schon. Ist zensiert? Okay. Ist verpixelt, alles gut, okay. Gut. Das ist no joke ein Menschenschädel. Warte, lass sie. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt filme oder nicht. Guck mal, das ist ein Menschenschädel. Das ist ein Unterkiefer und hier ist ein Menschenschädel. Alter, what the fuck? Was? Hä? Das gibt mir... Wollt ihr mich verarschen? Das gibt mir so ganz miese Logan Paul-Vibes, nur hier ist halt der Unterschied, dass er halt da zufällig drauf gestoßen ist, ne? Und wie er extra schon im Disclaimer gesagt hat, so. Ist natürlich jetzt nicht so, als wäre er da bewusst in den Selbstmordwald gelaufen und hätte das Ding gesucht. Hier ist ein ganzes Skelett drin gewesen. Das sind alles menschliche Knochen hier. Oh mein Gott, Digga. Da drüben auch, ja. Das ist eine Schädeldecke da drüben noch. Das hier, ich hab der so eine perfekte Theorie. Ort zum Zelten ist, aber ja. Auch der perfekte Ort, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Ja. Wir sind sehr, sehr abseits. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube zeigen kann. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal mitfilmen. Das könnte halt einfach ein altes Massengrab sein aus dem Balkankrieg, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich es reinschneide. Das kannst, also eigentlich kann man das nicht zeigen. Hier kann man nicht zeigen. Ein komplett verteiltes Skelett. Also es gibt zwei Optionen. Es gibt zwei Optionen. Entweder jemand wollte hier einen Menschen verschwinden lassen oder es gab einen Unfall und keiner hat es mitbekommen. Mhm. Ja, oder halt ein Kriegsding, ne? Das ist aber eine Theorie. Ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach schnell wieder fahren. Ja, ne? Ja, lass uns fahren. Ehrlich jetzt. Das ist ja. Mir, hier ist mir ganz ungemütlich. Wer weiß, wer das schon gesehen hat. Hier ist eine scheiß Sandgrube, wo hier ein... Wer weiß, wer das gesehen hat, dass wir hier rein sind in die Straße. Krass, Alter. Krass, oh mein Gott, das liegt da einfach so. Ey, Junge. What the fuck? What the fuck, Bro? Hier ist hier noch ein Knochen. Hier ein Knochen. Da oben großer Oberschenkelknochen. Da ist ein Knochen.
Da ist ein Knochen, da ist ein Knochen, hier sind überall Knochen. Hier ist alles voll. Alles. Muss ja nicht nur von einem Menschen gewesen voll. Sein, ne? Scheiße, Alter. Holy shit, holy shit, holy shit. Nee, weg, 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 weg. Abbruch. Code Red. Alter, das ist. Sorry, falls wir gerade auf den Aufnahmen irgendwie ein bisschen gegrinst haben. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, weil der Körper das mit Humor nehmen will, obwohl hier gerade gar nichts lustig ist. Ich meine, da lag einfach ein fucking Menschenschädel. Digga, das ist so traumatisch, Digga, das ist so schlimm. Wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen in die Nacht reinfahren, aber wir müssen hier weg. Keine Ahnung. Wer weiß, nachher wurde man hier irgendwo gesehen von irgendwem. Ja, ja. Geht gar nicht. Einfach abfatzen jetzt. Die Polizei wurde von Übermitteln eingeleitet, wo aktuell Zustand ist, wissen wir nicht. Ich hatte ja auch eine Situation in Schweden gehabt. Da waren wir oben und da haben wir ja einen Rucksack gefunden von einer Person mit aktuellen Dokumenten, Fußspuren zum Wasser hin und dann war diese Person weg. So. Also man wusste halt nicht, da lag alles drin. Da lag Pass drin, Klamotten, offizielle Dokumente und so weiter und so fort. Und diese Person ist dann irgendwie zum Wasser gegangen und da gingen halt Fußspuren hin und die kann maximal 12 Stunden vor uns da gewesen sein. Also diese Sachen waren halt vor uns da. Ich guck mal ganz kurz, warte mal. Wir finden einen Tatort in Schweden, müssen zur Polizei. Da ist aber viel, was rausgeschnitten worden ist im Nachgang noch. Das ist krass gewesen, das war krass. Und da sind wir auch zur Polizei gegangen und haben das weitergegeben. Und ob da jetzt was bei rumgekommen ist, weiß ich nicht. Es hätte halt tendenziell ein Selbstmord sein können. Ne? War ganz, ganz, ganz weird irgendwie. Ja. Klar, sowas kann halt immer passieren, ne? Scheiße, ey. Person in so einer blauen Tüte. Aber das ist eine Prothese. Ja klar, das ist keine echte. Schon, aber diese ganze Situation hier gerade. Oh Mann, Alter. Was bedeutet das hier, Danger Zone? Alter, was ist das, ey? So beginnt jeder Horrorfilm. Also das ist echt. Kannst du dir ja nicht ausdenken, die ganze Nummer hier gerade. Na, ich habe halt gestern Abend gelesen, dass diese Schlange, diese, wie heißt sie? Balkan-Springnatter, dass die Lähmungserscheinungen hervorruft und dass die zu Lande hier noch nicht wirklich Gegengift parat haben. Deswegen haben die Anwohner Angst, weil die Schlange so neu hier ist in der Gegend, so verbreitet. Die Nudel kein und somit die Bock Energie ist wieder Magen. Auch, ne? Und ich sag's diesmal kurz und knapp. Gute Nacht und bis morgen früh. Digga, da jetzt ich hoffe, schlafen. Die Folge hat euch gefallen. Wenn Wahnsinn. Ja, Daumen nach oben und checkt unbedingt AG1 ab. Bro, Alter, holy shit. Krass. Also wirklich ein krasses Video. Ne? Wirklich insane. Muss man sich einfach mal überlegen, ne? Was man da... Boah. Also, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ne? Das ist schon ehrlich, das geht schon unter die Haut, wa? Chat, das geht wirklich unter die Haut. Wie reagiert man in so einer Situation, ne? Also, was macht man da? Kannst du eigentlich nichts machen, ne? Kannst du nichts machen? Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, ne? Wüsste ich nicht.